Hallo ihr Lieben, heute gibt es mal ein Dinkelbrot. Mir ist nämlich das Brot ausgegangen. Natürlich konnte ich jetzt auch was kaufen gehen, aber ich habe mal wieder Lust, ein Brot zu backen. Ich gebe hier jetzt 400 Gramm lauwarmes Wasser in den Mixtopf. Na, fehlt noch ein bisschen was. Das ist nur ein Schwups. So, dann kommt der Deckel drauf. Und das Ganze erhitze ich jetzt erst einmal bei 2 Minuten Varoma Stufe 1. So, das ist jetzt schön erhitzt. Und jetzt kommt in den Mixtopf Sonnenblumenkerne, 100 Gramm. Mal gucken, das auch so schütten hier. So. Dann kommt der Deckel drauf. Und dann bei 2 Sekunden Stufe 4. So, die Sonnenblumenkerne, die lasse ich jetzt für 30 Minuten hier im Mixtopf quellen. Nun kommen 600 Gramm Dinkelmehl. Oh, jetzt habe ich zu viel. Muss ich was abschöpfen. 2 Päckchen Trockenhefe. Ein Esslöffel Salz und ein Esslöffel Agavensirup. Nun der Deckel drauf. Ich habe ziemlich hier gekleckert mit Mehl, oh weh, seht ihr das? 10 Sekunden, Stufe 4, da wird das erstmal verrührt. Ups. So, mal gucken. Ah, schon schön verrührt. Und jetzt 2 Minuten Teigstufe. Das heißt, ich gehe also hier auf diese Teigstufe und gebe einfach 2 Minuten ein. Bisschen schwierig hier bei dem Stativ. Jetzt ist besser. So. Und los. So ihr Lieben, jetzt habe ich hier so ein Gärkörbchen. Das streue ich jetzt einfach mit Mehl aus. Und dann kommt da der Teig rein und den lasse ich dann jetzt erstmal 40 Minuten hier in diesem Garkörbchen erstmal gehen. Also ich decke den jetzt nochmal mit einem Handtuch dann ab und ja, dann geht's weiter. Ja, das ist wieder so ein schwerer Teig. Dann nehme ich die Teigblume dazu. Da geht es gleich viel leichter. Das hier ist diese Teigblume. Wenn da jemand Interesse hat, einfach mir eine private Nachricht geschickt, dann kann ich das gerne weiter vermitteln. So. Da kommt er schon. Ja.
Jetzt habe ich hier noch drin. Jetzt versuche ich das hier noch mal rauszuholen. Ansonsten gebe ich das gleich noch mal in den Thermomix. Aber das Gröbste hier hole ich jetzt so raus. Ansonsten das, was jetzt noch so unter dem Messer hängt, einfach bei einer Sekunde Stufe 10 und dann wird das an die Seite geschleudert. Das geht ganz einfach. So wie jetzt hier zum Beispiel. Seht ihr das da unten? So, ich stelle es einfach nochmal rein. Und hier so eine Sekunde und dann Stufe 10. Und das reicht vollkommen. So. Schaut. Und schon ist es an die Seite. Das geht herrlich. Und so hole ich einfach jetzt den Rest noch raus. So. Da kommt jetzt, wie gesagt, ein Handtuch drüber. Und lassen wir das Ganze noch ein bisschen gehen. So, ihr Lieben, jetzt habe ich hier innen drin einen Tropfen Spüli reingegeben und Wasser. Das ist jetzt so hier aufgeschäumt. Jetzt nehme ich einfach den Deckel, setze den hier so drauf und gehe hier auf Vorspülen. Na, jetzt und gehe wieder auf Basis. Ich könnte jetzt auch auf Teig gehen, aber ich nehme immer dieses Basisprogramm. Da müsste jetzt wirklich schon so Fett, Karamell. Okay, jetzt bei dem Teig so extrem. Teig hing da ja jetzt auch nicht dran. Deswegen reicht für mich jetzt Basis. So, schaut, der ist schon wieder sauber. Das ging jetzt ganz schnell nach diesem Vorspülen. Deswegen diese Teigstufe jetzt hier. Dieses Teig, das nehme ich wirklich nur, wenn ich jetzt so ganz, ja, so bappigen Teig habe, also der wirklich ultra schwer aus dem Mixtopf geht, dann nehme ich dieses Teig, aber an sich nehme ich immer dieses Basis. Ja, und ihr seht ja, das Ergebnis ist super toll und ich habe jetzt wirklich nicht lange da drin herumgerührt mit der Bürste. So, ihr Lieben, jetzt habe ich hier diese Auflaufform. Und die streue ich jetzt hier mit Mehl aus. So, das ist also nicht schmutzig. Das ist, hat sich so eine Patina gebildet. So, und jetzt schaut mal, ich habe schon mal geguckt. Ist der nicht toll geworden? Ach, ist das schön aufgegangen. Schaut doch mal. Richtig klasse. Ja, wenn ich das jetzt hier stürze, dann hat das praktisch einen Abdruck von diesem Gerillten hier. So. Guckt mal, ach, das sieht so schön aus. Und das Ganze werde ich jetzt hier noch mal besprühen. So. Richtig toll ist der aufgegangen. So klasse. Ja, jetzt habe ich den Backofen bei 200 Grad aufgeheizt und jetzt kommt das für eine Stunde in den Backofen. Schaut mir, wie toll das aussieht. Das ist jetzt fertig. Oh, ich bin schon so gespannt, wie das schmeckt. Oh, lecker sieht das aus. So, ihr Lieben, jetzt wollen wir mal das Brot anschneiden. Ich habe natürlich auch schon mal gedrückt und es war wirklich richtig schön knusprig. So, mal schauen. Thank you.
guckt mal. Oh, die Körner fallen runter. Sieht das nicht traumhaft aus? Das riecht richtig lecker. Oh, da freue ich mich schon drauf. Das werde ich jetzt erst einmal mit Butter bestreichen. Und dann werden wir das zusammen probieren. Leider könnt ihr nicht essen. Ihr müsst jetzt nur zuschauen. Aha. So, ihr Lieben, dann wollen wir jetzt mal probieren. Das schmeckt ja lecker. Werde ich auf jeden Fall wiederholen. Richtig lecker. Wisst ihr, ich mag das halt auch, wenn das außen so schön knusprig ist. Man schmeckt halt den Dinkel. Es ist ja auch ein Dinkelbrot. Also das schmeckt richtig lecker. Ein Traum. Ja, ihr Lieben, das war's gewesen für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, empfehlt mich weiter. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.